Hallo Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start. Wir sind in der Festung, weil der Bericht von Dagna ist da. Ich habe in den Westgraden nur die zwei Dinger gemacht und war dann auch noch in... Jetzt habe ich mich verlaufen. Ups. Ich kann es euch kurz zeigen. Also es sieht schon ein bisschen weniger aus. Die Westgraden sind erledigt völlig. Also klar gibt's, kann man da noch ein bisschen was sammeln und machen und tun und töten oder so. Aber questmäßig haben wir mal alles erledigt. Und ich habe natürlich dieses Loch da gemacht. Könnt ihr euch an erinnern? Diesen komischen Sumpf da, wo wir unsere Soldaten gerettet haben vor Jahrhunderten von Stunden. Das habe ich auch. Da waren ja noch diese zwei Dinger mit den Runen und mit diesen Leichen. Das habe ich jetzt noch fertig gemacht. Somit ist da fauchende Öd. Nee, nicht fauchende Ödnis, sondern. Ah ja, irgendwie dieser Sumpf da, ist ja egal. Haben wir auch fertig. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir jetzt. Kallen fertig, ne? Das müsste ja jetzt funktionieren. Guck mal her, hier, Kallen. Ups. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, verdammt. Atmest du die frische Luft? Kallen, geht's dir gut? Ja, wenn man eine Romanze mit ihm Ich wollte hat, euch danken, knutscht man da oben. als ihr mich aufgesucht Egal. habt. So. Wenn es irgendetwas gibt. In meinem Kopf hat sich das deutlich besser angehört. Der gleiche Text, wie wenn man mit einer Frau da steht. Na gut, fühlt ihr euch besser? Ich nehme an, ihr fühlt euch besser. Ich. Ja. Ist es immer so schlimm? Die Schmerzen kommen und gehen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich wieder dort. Ich hätte mich an diesem Tag nicht so überfordern dürfen. Versucht es zu vermeiden, seid einfach froh. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin einfach nur froh, dass es euch gut geht. Das tut es. Ich habe nie jemandem erzählt, was mir im Zirkel von Ferelden Das wirklich sollst du widerfahren nicht sagen. ist. Ich bin noch Ich nicht war so weit. Verdammt. danach nicht mehr ich selbst. Ich war zornig und dieser Zorn hat mich jahrelang blind gemacht. Ich bin nicht stolz auf das, was aus mir wurde. Aber jetzt kann ich all das langsam hinter mir lassen. Gut. Das ist zumindest ein Anfang. Okay. Es ist gut loszulassen. Die Vergangenheit ist real. Ihr seid zu streng. Es ist gut loszulassen. Die Vergangenheit ist nicht immer angenehm. Manchmal muss man sie einfach hinter sich lassen und nach vorne blicken. Ich kann nicht vergessen, was geschehen ist. Aber es hat mich hierher geführt. Und hier kann ich etwas bewirken. Wie auch immer. Ich wollte euch danken und euch nicht noch mehr belasten. Es gibt schon genügend Dinge, um die ihr euch sorgen müsst. Ja, ich will den Wie Quest geht mit es dir euch? machen. Es ist besser, soweit wir sehen. Ich habe Angst, dass wir scheitern. Meine Freunde geben mir Halt. Macht euch keine Sorgen. Nee, scheitern tun wir doch nicht. Besser, soweit, macht euch keine Sorgen. Meine Freunde geben mir Halt. Machen wir das hier. Ich habe hier großartige Leute kennengelernt. Es hilft mir, sie an meiner Seite zu wissen. Ja, ihr befindet euch zweifellos in interessanter Gesellschaft. Und ich schätze, das gilt auch für mich. Genau. Können wir jetzt dann, wenn du mich jetzt hier auf dieser Mauer stehen lassen hast, mein Freund? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Schaut euch das an. Sabbelt mir das Ohr ab und lässt mich hier verrotten auf dieser Mauer. Da hinten ist der Eingang. Dann ist da hinten irgendwo Cullens Büro. Ey, so eine. Das ist doch echt. Jetzt rennt mir dem wieder hinterher. Verdammt mich nochmal. Kann hier mal einer aufräumen? Wohnt hier jemand? Ups, hier schaut's ja komisch aus. Das müsste jetzt hier sein, oder? Ja, noch eins weiter. Himmel, sag grad noch mal. Lesen? Ey, hier schaut's auch so komisch aus. Was ist denn das hier? Knallhart in der Oberstadt. Wo Varric überall seine Bücher rumliegen hat. Guck mal, wie schaut denn das hier aus? Gruselig. Kann man das sauber machen? Was steht ihr hier rum? Was seid ihr denn? Ja, ihr seid alles Mögliche, oder? Das ist ein Kunari. Ja, ganz schön bunt bemalt. Was bist du? Du siehst aus wie ein kleiner Zwerg. Na egal. Gut, dann gehen wir jetzt. Bitte. Können wir dann jetzt diesen Quest machen, Cullen? Samson hat kein rotes Lyrium, keine Verbündeten und in Kürze auch keine Rüstung mehr. Gut. Hoffe ich. Ihr hofft es. Dagna hat mit der Arbeit an ihren Proben des roten Lyriums begonnen. Aber sie braucht genauere Informationen über die Rüstung.
Wir haben in der Mine einige Befehle gefunden, in denen Maddox erwähnt wird. Ein Name, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und das Gefäß? In Samsons Brief stand auch etwas darüber, den Platz des Gefäßes einzunehmen. Es ist vielleicht ein Rang bei den Roten Templern. Es könnte ein Titel aus dem alten Tewinter sein. Oder es ist irgendeine andere Rolle, die Korypheus Samson zugedacht hat. Und Maddox ist Teil seines Plans. Kennst du den? Du nennst da immer den beim Namen. Eine weitere Stimme aus eurer Vergangenheit? In gewisser Weise schon. Es ist kompliziert. Maddox war ein Magier im Zirkel von Kirkwall. Okay. Samson hat Briefe zwischen ihm und seiner Liebsten geschmuggelt. Irgendwann wurde Samson dann geschnappt. Und das war auch der Grund, warum er aus dem Orden ausgestoßen wurde. Maddox wurde zu einem Besänftigten gemacht und tat sich in der Herstellung magischer Gegenstände hervor. Samson muss ihn gerettet haben. Okay. Dafür wurde er besänftigt? Ich fasse es nicht, dass Sie einen Mann nur wegen einiger Liebesbriefe zu einem Besänftigten gemacht haben. Die offizielle Anklage lautete auf Untergrabung der moralischen Integrität eines Templers. Glaub mir, Kommandantin Meredith hatte die Magier schon für deutlich geringere Vergehen mit dem Brandmal gezeichnet. Ja, Meredith war so ein Fall für sich, ne? Obwohl ich meistens auf ihrer Seite war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, naja, so halbwegs zumindest. Weil die Magier auch alle spinnert waren. Wovor hat er ihn gerettet? Warum sollte Maddox gerettet werden müssen? Als die Magier in Kirkwall rebellierten, fanden die erbittertsten Schlachten in der Galgenburg statt. Im Zirkel selbst. Ich dachte, Maddox sei bei den Kämpfen umgekommen oder friste sein Leben auf der Straße. Ein schweres Schicksal für einen Besänftigten in Kirkwall. Samson muss ihn gefunden und bei sich aufgenommen haben. Maddox könnte nützlich sein. Ein Spion in Samsons Reihen zu haben, wäre für uns von unschätzbarem Wert. Denkt ihr, wir könnten Maddox auf unsere Seite ziehen? Ich weiß es nicht. Ich war den Großteil meines Lebens von Besänftigten umgeben, habe sie aber nie verstanden. Es scheint, als wäre Maddox derjenige, der Samsons Rüstung angefertigt hat und sie auch weiterhin instand hält. Die Besänftigten in Kirkwall brauchten für ihre Verzauberungen ebenso seltene wie teure Materialien. Und deren Weg könnten wir zurückverfolgen. Ich kann unsere Männer ein paar Türen eintreten lassen. Vielleicht führt uns Samsons Rüstung ja direkt zu seinem Versteck. Okay. Oh, Samson aufspielen. Jetzt haben wir keinen, der den Valo schlicken können, weil wir die vorher alle losgeschickt haben. Verdammte Spitzaxt. Keinen Mitarbeiter. Liliana ist auch noch eine Weile unterwegs. Ach Gott. Soll ich mal mit dir reden? Hallo? Würdest du bitte stehen bleiben? Diese neue Macht, über die ihr verfügt. Cassandra hat mir erzählt, es sei die Magie der ritterlichen Verzauberer. Wenn ich mich nicht irre, gehen diese Techniken auf Magier der Altelfen zurück. Man nannte sie arkane Krieger. Die waren gut. Ich frage mich, was sie wohl davon halten würden, dass ihre Magie jetzt zur Verteidigung der Kirche genutzt wird. Ja, wie war der elfische Name? Ich bezweifle, dass sie auch auf Elfisch arkane Krieger hießen. Der formelle Name der Techniken, die ihr erlernt habt, war Dirthena Enasalin. Alles klar, das ist gut sein. Zum Sieg führt. Magier, die körperliche Auseinandersetzung mieden, nannten sie hingegen Gilanim Banalven, den Weg, der in die Irre führt. Und was weißt du über die? Was machen die so? Was könnt ihr mir über die arkanen Krieger erzählen? Soweit ich es verstehe, waren sie Elitewachen, die Adligen als ihre Leibwächter oder Streiter dienten. Magier, die sich auf Geister oder das Nichts konzentrierten, mögen über ihre Körperlichkeit gespottet haben. Doch niemand zweifelte an ihrer Ehre. Sie waren der Inbegriff von Willensstärke. Ihr Verstand machte ihren Körper zu einer perfekten Waffe. Ihr Fortbestehen würde sie freuen. Sie würden es wohl missbilligen. Alles würde sie freuen, oder? Ich hoffe, die alten Elfenkrieger würden sich darüber freuen, dass ihre Techniken die Zeit überdauert haben. Das hoffe ich auch. So viel Wissen ist verloren gegangen. Jammert das schon wieder. Dass etwas, das sie geschaffen haben, fortbesteht. So sehr es sich auch verändert haben mag. Wolltet ihr sonst noch etwas? Nö. Wiedersehen. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen.
Das ist ja jetzt blöd, aber wir könnten noch mal schnell bei der Tante da oben gucken, ob wir noch irgendwas im Gepäck haben, was wir loswerden können von diesem komischen Zeugs da. Wo ist sie denn? Hier. Komm her. Nur eins, Schreckenclown. Ey, das hat 1000 Punkte gegeben. Das kann nicht nur ein Ding gewesen sein. 1800 Einfluss, das muss mehr gewesen sein. Aber mit dir will ich gar nicht reden. Kann ich mit dir? Ah, ich wollte doch gerade sagen, da muss da jede Menge mehr gewesen sein. Oh, okay, ich habe dann doch mehr als genügend mir rumgeschleppt. Na gut. Ja, jetzt ist gut, ist gut, ist gut. Heidewitzka. Guck. Liliana. Liliana ist fertig. Liliana, Samson suchen. Auf geht's, Mädchen. Oh, Gott sei Dank. Weil dann, ja, was machen wir denn dann? Wir haben die Brücke zwar fertig. Ja, genau, den Auftrag mit der Brücke habe ich auch ausgegeben mit dieser komischen. Das Problem ist, wir sind zu schwach für die Drachen noch. Das weiß ich also jetzt schon, dass wir maßlos zu schwach sind. Deswegen würde ich gern. Da drüben ist auch irgendwas fertig. Ah, Dings ist auch fertig. Liliane, es war mir eine Freude. Saffron. An Rabentoten bist du bekloppt? Weißt du, könntest dir schon mehr Mühe geben, mein Freund. Sir Michel ist ein ehrbarer Mann und seine Hilfe war von unschätzbarem Wert. Es ist schwer zu glauben, dass er überhaupt in Ungnade gefallen ist. Die Situation war kompliziert. Ah ja, okay. Kommandant, das große Getümmel ist gut gelaufen. Wir haben zwar keinen Dings errungen, aber Brian konnte die Aufmerksamkeit einfangen. Außerdem hat sie nun 9 Heiratsanträge und 6 Stellenanzeigen. Aber ich fürchte, wir müssen ihren Sold erhöhen. Okay. Hat die gute Dame also in unserem Auftrag verloren. Das ist in Ordnung. So, Samson suchen. Samson, Samson. Was ist denn hier? Schwarze Emporium. Ich will das mal gucken. Nicht, dass ich jetzt was Verkehrtes mache. Ein Weg durch das Frostgipfelgebirge. Ah, weil wir das jetzt fertig gemacht haben, können wir da. Gott. Was beschäftigt? Wer kann denn Samson machen? Kann das nur? Wer kann das machen? Keiner? Na, das ist ja doof. Kann das jetzt nur. Wer ist denn hier noch beschäftigt? Kann das nur. Ja, Cullen hat gesagt, er kann ein paar Türen eintreten lassen. 21 Minuten. Und das ist ja eine Echtzeit, das ist ja nur wieder. Dann kommen hier, dann schicken wir mal hier. Oh, sie ist auch beschäftigt. Ach ja, die habe ich doch gerade weggeschickt. Inquisitor. Das wollte ich jetzt nicht machen. Oh, verdammt. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Scheiße. Ja, gut, das nutzt jetzt nichts. Jetzt haben wir, ich glaube, politisch irgendwas Blödes gemacht. Na gut. Dann gehen wir jetzt lieber raus, bevor wir noch mehr Blödsinn anstellen. Das heißt, wir müssen noch 21 Minuten warten. Und dann würde ich sagen, wir unterhalten uns mal noch mit. Ich würde die Emissäre ja gerne entsenden, aber Cullen ist noch beschäftigt. Rabentotem, was für ein Blödsinn. Na, du hast ja ein hübsches Röckchen an. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Sierra, bei der waren wir auch schon lange nicht mehr, und bei Kohl und. Labern mit den zwei noch und dann machen wir den Part zu Ende. Und im nächsten Part hoffe ich, dass wir. Haben wir seinen Quest schon erledigt? Er hat doch auch noch einen Quest, ne? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das könnte man natürlich auch noch. Ah, da müssen wir. Müssen wir mit. Müssen wir. Hält schon wieder Ausschau. Eure Lordhaftigkeit? Ach du lieber Schreck, was ist denn mit dir passiert? Besonderes? Ihr passt nicht zu Inquis. Ihr gefällt mir. Nein, 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 um Gottes Willen. Wollt ihr. Was wollt ihr wirklich hier? Noch aktiv? Ey, nee, dann gehen wir wieder. Das wäre vorerst alles. Ich komme wieder, falls ich euch Eure brauche. Lordhaftigkeit. Bist du pissig auf mich oder was? Mädchen! Na gut, dann gehen wir mal ganz kurz noch hoch zu Cole. Ups, mit dem waren wir doch schon, glaube ich, essen, oder? Und wir werden sie
Es ist schön, Zeit mit euch zu verbringen. Oh, das freut mich aber. Seid ihr jetzt menschlicher? Reden wir über die Templer. Seid ihr jetzt menschlicher? Könnt ihr mir erzählen, wie es für euch ist, nun menschlicher zu sein? Es tut weh. Alles tut weh. Jeder erinnert sich jetzt an mich. Ich kann sie nur für wenige Herzschläge dazu bringen, mich zu übersehen. Aber ich bin real. Zumindest realer als zuvor. Und ich verstehe mehr als früher. Okay. Warum bleibt ihr in Erinnerung? Ist es nun schwerer zu helfen? Ach du lieber Schreck, ja. Ich wollte ja reden, ne? Dann machen wir das jetzt noch. Liest du noch die Gedanken anderer? Ihr seid doch immer noch fähig, die Gefühle anderer zu spüren, oder? Ja, ich spüre sie noch immer, wie Blitze in ihren Gedanken. Qual, Schmerz, alles. Aber sie sind nicht mehr so laut. Ich mache jetzt selbst mehr Lärm, also höre ich nicht mehr so viel, solange ich es nicht will. Aber ich erinnere mich an mehr, und so kann ich lernen. Okay. Manchmal verstehe ich, warum Cullen von etwas, das ich gesagt habe, beunruhigt sein könnte. Vielleicht mache ich es ja jetzt seltener. Okay. Inwiefern sind Geister anders? Ich bin neugierig. Was ist jetzt der Unterschied zwischen euch und einem Geist? Geister sind... Sie sind einfach. Die meisten von ihnen spüren etwas, das sie interessiert und klammern sich daran fest. Sie erinnern sich nicht an vieles. Das hält sie rein, aber es verhindert auch, dass sie lernen und wachsen können. Ich wollte Leuten helfen, aber ich wusste gerade genug, um es auf die einfachste Weise zu tun. Jetzt begreife ich mehr. Außerdem will ich andere oft schlagen. Was? Musik ist mir dabei eine große Hilfe. Du willst andere schlagen? Bist du verrückt? Oh mein Gott! Was ist mit deinem Körper? Seid ihr körperlich noch derselbe oder seid ihr jetzt vollständig menschlich? War immer vollständig menschlich. Ich kann alles tun, was ich früher konnte, abgesehen davon, die Leute vergessen zu lassen. Wie alt bist du denn? Wie ich mich bewege, entspringt meinem Verstand, nicht meinem Körper. Es wird so bleiben, solange ich mich an Teile des Nichts erinnere. Mein Körper ist derselbe wie der des echten Cole. Nur war er ein Magier, während ich es nicht bin. Okay, und warum nicht? Warum seid ihr kein Magier? Ich weiß es nicht genau, aber der echte Cole, sein Vater hatte ihn geschlagen, seine Mutter getötet. Seine Schwester könnte ebenfalls gestorben sein. Ich weiß nicht, ob das die Wirklichkeit war oder das, was mich der Dämon glauben ließ. Dann haben die Templer Cole in die Dunkelheit geworfen und ihn verhungern lassen. Und das alles nur, weil er Magie besaß. Er dachte, wenn er keine Magie besessen hätte... Ah, ja. Ich bin das, was er sein wollte. Er selbst, aber normal. Damit also ohne Magie. Okay. Gut. Ist es nun schwerer zu helfen? Könnt ihr den Leuten noch helfen, wenn ihr sie nicht vergessen lassen könnt? Es ist schwieriger. Ich kann nicht nochmal von vorne beginnen, wenn ich einen Fehler mache. Aber mich sehen zu können, verändert sie. Sie wissen, dass es jemanden gibt, der ihren Schmerz lindern will. Das ist hilfreich. Und warum bleibst du in Erinnerung? Oh mein Gott. Warum könnt ihr die Leute nicht mehr vergessen lassen? Weil ich real bin. Mich zu vergessen war für beide Seiten gut. Ich habe ihnen keine Angst gemacht und sie haben mir nicht wehgetan. Die Leute vergessen zu lassen war ein Schutz, damit sie mich nicht angreifen und sich nicht daran erinnern, was sie in mir gesehen hatten. Da ich nun real bin, erinnern sie sich an alles. Was auch immer die Leute über mich denken oder fühlen, bleibt erhalten. Na gut, auf bald. Wir unterhalten uns später. Auf bald. Brrr. Tja, wir haben immer... Wir könnten jetzt mal noch schnell zu... halt, der Ausgang ist hier irgendwo. Hier. Schönen guten Tag. Der hat doch... Hat der nicht auch noch eine Quest? Hallo? Ach, verdammt mich! Ups! Ach, komm schon, Cram. Ich hab mir den Arsch abgearbeitet, um dir diesen Schritt zu zeigen. Du hast noch genug Arsch übrig, Häuptling. Euer Gnaden. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe einen Brief von meinen Kontakten bei dem Ben Hasrat erhalten. Hab ihn schon mit Rotschöpfchen überprüft. Und was steht da drin?
Da reden wir unter vier Augen. Ich meine, er vertraut ja ihr da. Also, was steht da drin? Was stand in dem Brief? Die Ben Asrat haben meine Berichte gelesen. Sie mögen Korypheus und seine Venatori nicht. Und rotes Lyrium mögen sie überhaupt nicht. Sie sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit euch, Boss. Die Kunari und die Inquisition. Im Kampf vereint. Das interessiert mich nicht. Ich traue ihnen nicht. Ja, wir sind interessiert. Ich habe keine Ahnung, ne? Also ich habe... Naja, es interessiert uns. Das könnte eine mächtige Allianz werden. Stimmt tendenziell zu. Mein Volk ist noch nie eine echte Allianz mit einer fremden Macht eingegangen. Das wäre ein großer Schritt. Sie haben von einer gewaltigen Schiffslast mit rotem Lyrium erfahren. Draußen vor der Küste. Sie wollen, dass wir gemeinsam zuschlagen. Angeblich schicken sie sogar eines ihrer Schlachtschiffe. Ich wollte schon immer mal eines dieser riesigen Kriegsschiffe in Aktion sehen. Ah ja. Krem, du bist auch nicht ganz dicht. Hast du das gesehen? Los, geh dich waschen. Sie wollen die Schmuggler nicht warnen. Okay. Also keine Armee. Meine Sturmbullen, ihr, vielleicht ein paar Mann als Unterstützung. Was bieten sie an? Stimmt etwas nicht? Ja, stimmt etwas nicht? Ihr scheint nicht ganz glücklich darüber zu sein. Nein, mir geht es gut. Es ist nur... Na? Ich bin es gewohnt, dass sie da drüben sind. Es ist eine Weile her. Sie sollen nicht expandieren. Was bieten sie an? Sie sollen nicht expandieren? Ich traue ihnen... Ach, das ist mir doch jetzt wurscht hier. Ich denke, die Inquisition könnte ein wenig Hilfe von den Kunari gebrauchen. Gut. Ich informiere gleich... Die wollen ja nicht expandieren. Wir können uns zusammensetzen, wann soweit ich weiß, seid. Ist ja, wenn man im zweiten Teil den Arishok tötet, ist ja Stan aus dem ersten Teil, der neue Kunari da, also der neue Arishok, der neue Oberboss da. Und deswegen, warum auch. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache ein kurzes Päuschen und dann machen wir halt erst den Quest fertig. Nein, jetzt nicht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Eure Emerald 70.